Hallo, hallo und herzlich willkommen. Und hier wieder sprechen wir mal über die notwendige, über die wichtige Kundenauswahl. Ja? Schau mal, als Versicherungsvermittler kannst du jedem helfen. Du kannst jedem eine Versicherung verkaufen. Du kannst jedem irgendwie seine Versicherungsverträge günstiger machen oder passender machen. Und das ist im Endeffekt die Gefahr, dass die Versicherungsvermittler, Finanzberater niemals lernen, Nein zu sagen. Sondern die sagen immer Ja. Aber wer immer Ja sagt, der wird halt niemals einen geilen Gewinn machen, weil er im Endeffekt dann mit irgendwelchem kleinen Scheiß sich selber vollballert. So, schau mal, ein Sternrestaurant könnte doch auch jeden füttern. Jeder, der ins Sternrestaurant reinkommt, der könnte von diesem Essen profitieren, da können wir seinen Hunger stillen. Aber da kommt einfach nicht jeder rein und nicht jeder, der reinkommt, kann und will auch diesen Preise bezahlen. Das bedeutet, statt als Sternrestaurant sich jedem anzubiedern und versuchen, das Essen möglichst billig herzugeben, einfach am Ende des Tages ja, den Stern zu verlieren, weil man irgendwie McDonald's-Qualität liefert, ja, die übrigens sehr hoch ist. Also, im Vergleich zu sonstigem Gastronomiemarkt wollen wir ja auch nicht verschweigen, dass McDonald's eine hohe Qualität liefert, aber es ist einfach für jeden. So, bei McDonald's kann jeder einigermaßen satt werden, aber da braucht man keine Sterneküche zu erwarten. Und jetzt musst du dich halt eben entscheiden, bist du halt ein McDonald's, das halt für jeden da ist, so, wo dann ja ab und zu mal vollkommen zufällig auch mal Millionäre reingehen. Aber du verdienst den Millionären einfach nicht mehr, weil die ja genau das gleiche Big Mac kaufen zum genau gleichen Preis wie ein Azubi. Oder willst du ein Sternrestaurant sein, in dem halt nur in erster Linie Millionäre reingehen und dort pro Abendessen irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro lassen, mindestens. On top kommt dann noch irgendwie Wein, Champagner für nochmal irgendwie 500 bis 1000 Euro und du machst halt an jedem Kunden einfach mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Marge als der McDonald's mit vielleicht 100 Kunden. Ja, so. Weil, also ich weiß nicht, was bei McDonald's der durchschnittliche Kaufwert ist, aber ich denke, so ein Mac-Menü mit Getränk und whatever ist wahrscheinlich irgendwas zwischen 10 und 15 Euro. Das heißt, ihr müsste 100 Kunden bedienen, so als McDonald's, 100 Mal das Essen fertigen und ausliefern. Während im Endeffekt das Sternrestaurant das gleiche in kürzerer Zeit halt macht. Und die können halt im Endeffekt in dieser Zeit wahrscheinlich viel, viel mehr Geld verdienen als im Endeffekt im Geringverdienerbereich. So. Und jetzt im Endeffekt so, beide Geschäftsmodelle sind valide. Beide Geschäftsmodelle können skalieren. Es gibt sicherlich mehr McDonald's auf der Welt als Sternrestaurants. Aber jetzt ist halt die Frage, so, was willst du denn haben? Willst du denn mit Billigzeug viel verkaufen, wenig echte Kundenbindung haben, wenig Kundentreue haben? Willst du im Endeffekt als Versicherungsvermittler, willst du dann irgendwie Steuern riskieren? Willst du dann ja, ganz viel arbeiten für dein Geld? Oder willst du halt im Endeffekt Premium-Klientel haben, die im Endeffekt bei dir, sehr hohe Kaufwerte hat oder sehr hohe Einkaufswerte, eine sehr hohe Kundenbindung haben, sehr hohen Service liefern, mit wenigen Kunden sehr intensiv arbeiten. So. Und du musst ja dann von diesem Thema lösen, von dieser Idee lösen, jedem helfen zu wollen, jedem helfen zu können, weil du kannst halt basically nicht jedem helfen. Weil wenn du jetzt bestimmte Fähigkeiten hast, du bist einfach der krasseste im Investmentbereich, wenn jemand dir aber ein gewisses Budget gibt. Also wenn du im Investmentbereich wirklich frei aufspielen willst, dann brauchst du halt eben 250.000. So. Wenn jemand drunter ist, dann kann er von dir nicht die volle Qualität bekommen. Du kannst halt mit ihm nicht die volle Allokation herstellen. Du kannst ihn halt nicht individuell, nicht tief genug betreuen. Das heißt, wenn jemand nur 250 Euro hat statt 250.000, naja, dann könnte er bei dir eine abgespeckte Leistung haben. Und da jemand bei dir eine abgespeckte Leistung haben kann, da kannst du doch von Anfang an ihm auch sagen, nö, mache ich nicht. Weil wenn jemand eine abgespeckte Leistung von dir bekommt, könnte er auch sich darüber beschweren, dass die Leistung ja nicht umfangreich genug ist.
Und dieses Risiko, wenn du das eingehst, dass sich jemand über dich beschweren könnte, lieber machst du das Geschäft gar nicht, weil so viel wird es ja auch nicht bringen. Also im Vergleich zu einem Kunden, der 250.000 Euro mindestens Cash auf dem Tisch liegen kann, damit du für ihn das Investment abwickeln kannst. Das bedeutet, du musst als Versicherungsvermittler, Finanzberater dich davon lösen, immer Ja und Amen zu sagen, immer zu jedem Geschäft Ja und Amen zu sagen, immer jedem Kunden alles anbieten zu wollen, was du dort hast, sondern beschränke dich mal auf ein paar wenige Sachen, die du wirklich sehr, sehr gut machst. Bei uns ist es zum Beispiel, bei mir persönlich, private Krankenversicherung, die kann ich sehr, sehr gut und das macht mir auch sehr viel Spaß. Da kann ich auch den Menschen auch sehr, sehr gut helfen. Bei unserem Unternehmen, die DMV, Deutsche Mittelstandsversorgung, da machen wir in erster Linie nur Betriebsrente. So, da kennen wir uns tipptopp aus, da haben wir die passenden Tarife, da haben wir schon die optimalen digitalen Prozesse. Da können wir unseren Kunden tatsächlich optimal helfen, auch ihre Ziele, die sie in ihrem Unternehmen haben, mit der Betriebsrente zu erfüllen. Und wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, hey, ihr macht doch Betriebsrente, ich möchte jetzt beispielsweise eine Transportversicherung, dann sagen wir einfach nein, weil es ist nicht unsere Kompetenz. Da kannst du gerne zu einem Kollegen gehen, den ich dir weiterempfehlen kann, aber kannst halt bei uns keine Transportversicherung aktuell kaufen. Vielleicht eines Tages, wenn wir dafür Experten eingestellt haben, wenn dann großen Bedarf gibt, aber unsere Kompetenz ist in erster Linie Betriebsrente. Und wenn du auf uns zukommst, gibt es halt einfach kein Angebot. Wir machen das einfach nicht, weil es würde mehr Zeit in Anspruch nehmen, mehr Zeit kosten, dir diese eine Transportversicherung zu geben. Da hätten wir in der gleichen Zeit, können wir 2, 3, 5 Betriebsrenten beraten. Und damit könnten wir einfach in kürzerer Zeit mit besserer Qualität einfach mehr Umsatz machen. Punkt. Und das mag egoistisch klingen, aber am Ende des Tages ist es für alle Seiten das Fairste, wenn man einfach bestimmte Regeln hat. Du sagst einfach, ich arbeite in diesem bestimmten Sparten, ich arbeite nur mit diesem bestimmten Kunden, mit Mindestkriterien, ich arbeite mit nur genau diesen Fallsituationen. So, ich reduziere quasi mein Ego, weil am Ende des Tages gibt es auch Fälle, die super kompliziert sind, die aber weniger Ertrag bringen, so, die manche Vermittler einfach nur aus Ego annehmen, weil die sagen, also ist mir schon oft passiert, ich will das lösen, ich kann das lösen, ich bin der Allerbeste. So, so. Und das ist halt das Ego in dir, was dich dazu zwingt, irgendwelche Kämpfen auszufechten, die du nicht gewinnen kannst, mit irgendwelchen komischen Sonderfällen. Und lerne einfach Nein zu sagen. So. Oder wenn du mal so einen komischen Sonderfall annimmst, dann bepreise den auch richtig. So, sag, so und so viel muss es dir wert sein, wenn ich dir das für dich löse. Wenn der Kunde bereit ist, das zu investieren, dann machst du das. Wenn der Kunde nicht bereit ist, das zu investieren, dann machst du das eben nicht. Weil am Ende des Tages entscheidest doch du, was du in deinem Geschäft machst und nicht dein Kunde. Du entscheidest, was du möchtest in deinem Geschäft. Dein Geschäft sollte perfekt, 100% perfekt auf dich optimal zugeschnitten sein. Und nur das machst du, was dir am meisten Spaß macht. Und alles andere machst du halt eben nicht. So, Punkt. So. Von daher, lass uns mal darüber sprechen, wie auch du deine perfekte Mitte, deine Komfortzone findest, in der du arbeitest. Ich zeige dir auch, wie du Nein sagst. Ich zeige dir auch, zu welchen Geschäften du Ja sagen solltest. Und dafür müsstest du einfach in die Beratung kommen unter www.wladimirsimonov.de/termin. Berate oder buche dir einen kostenlosen Beratungstermin. Wir beraten dich. Du empfängst die Beratung, du checkst die. Du verstehst, was wir mit dir vorhaben. Du buchst unser Coaching. Wir helfen dir, öfter Nein zu sagen, ab und zu mal Ja und damit viel, viel mehr Umsatz zu machen. Und am Ende des Tages auch viel mehr Menschen zu helfen, weil es hilft doch niemandem, wenn du halbherzig irgendwie einen Auftrag annimmst, auf den du gar keinen Bock hast, für den du vielleicht gar nicht so 100% die Qualifikation hast, wo du gar nicht weißt am Ende des Tages, so, wie löse ich das vielleicht am Ende? Vielleicht gehst du auch ein Risiko ein, vielleicht einen Vermögensschaden sogar zu kassieren. Und das ist halt dämlich. Also davon wird dem Kunden nicht geholfen. Lieber, du schickst den Kunden an den Kollegen, an den Spezialisten, der genau solche Fälle halt eben macht. Und der unterbreitet dem Kunden ein Angebot. Und du bist halt fein raus und du musst nicht jeden Euro horten. Du kannst auch Geld, Leads, Geschäfte auch einfach weggeben.
um Zeit zu sparen für dein Kerngeschäft. So, darum geht es am Ende des Tages. Bis dann, bis zum nächsten Mal, dein Wladimir Simonov.